Hallihallo und willkommen. Oder Hallihallo und willkommen zurück an alle, die schon mal dabei waren. Ja, wir spielen heute wieder Evil Dead The Game. Dieses Mal aber nicht das Tutorial, sondern wir gehen mal in die Missionen rein. Ich habe gesehen, da kann man sich eventuell noch Charaktere freischalten. Deswegen gehen wir mal gleich in die erste Mission rein, gucken uns die Sache an. Kapitel 1. Wenn du jemanden liebst, befreie ihn. Mit einer Kettensäge. Jo, Lebensweisheiten mit Ash Williams, würde ich mal behaupten. Wenn die Liebe deines Lebens von einem Dämon kontrolliert wird, ist ihre Enthauptung und Beerdigung... Ja, schade. Das war doof, dass ich das nicht lesen konnte. Naja. Ja, Angst vor der Dunkelheit. Licht würde diesen Ort weniger unheimlich machen. Finde Streichhölzer und entfache ein Feuer, um deine Angststufe unter Kontrolle zu halten. Füttere die Wumme. Wenn du keine Munition mehr hast, suche in der Hütte nach mehr. Ach, guck an. Wie im Film. Wie im Film. Nimm mal die Cola mit. Ups. Ich habe gerade ein paar Ruckler drin. Wahrscheinlich, weil ich das Spiel gerade frisch aufgemacht habe, nachdem der PC hochgefahren war. Das war vielleicht auch nicht so schlau. Aber ich glaube, es hält sich in Grenzen. Da ist wieder die creepy Music. Hör mal auf, jetzt wird da Schreierei da unten, mein Freund. Das ist ja unglaublich. Mensch. So. Da gucken wir mal. Da hinten müssen wir hin. Das ist natürlich sehr schön, dass hier regnet. Ne? Da habe ich Bock drauf. Das macht die Sache auch gar nicht noch mehr creepy irgendwie. Noch creepier. Mensch, 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 Mensch. Oh. Ah. Oh, oh. Au. Spinnst du? Also echt. Sag, geh mal weg, bitte. So. Sie sind raus, gute Frau. Ist da noch jemand? Hallo? Hallo? Mensch. Oh, keine Angst hier. Oh Gott. Komm her. Nimm das Gewicht. Oh Gott, oh Gott. Oh je. Oh. Ja, schön. Ups, ne? Das tut mir nicht leid. Machen wir Licht? Die Angststufe ist noch gut. Ich glaube, wir machen noch kein Licht. Hören Sie auf jetzt. Mensch. Ja, nice. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich im Tutorial so viel Freiheiten habe. Kann ich hier eine Map öffnen? Oh Gott. Ach, guck an. Das ist groß. Das ist ein bisschen groß. Ja, schön. Da ist ein Lagerfeuer, so wie es ausschaut. Was haben wir da? Das werden wahrscheinlich... Da gehen wir jetzt mal gucken. Wir müssen ja in die Richtung. Mal gucken, was das da für Zeichen sind. Irgendwas... Dingenstechnisch. Wir nehmen mal den Boomstick raus. Würde ich sagen. Da ist auch ein Lagerfeuer. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht. Diese Atmosphäre hier mit diesem, mit dieser musikalischen Unterlegung und diesen Wettereffekten löst ein bisschen Unbehagen aus. Aber das ist ja auch gut so, sonst wäre das ja auch kein Evil Dead Spiel wahrscheinlich. Was ist das hier? Ein Altar oder wie? Opferaltar. Wahrscheinlich. Kann ich nicht hochspringen? Kann ich nicht interagieren? Nö. Ja gut, dann gehen wir erstmal weiter. Wahrscheinlich ist es eher für die Dämonenspieler gedacht. Oder für die Dämonen. Verfluchter Boden. Wenn die jenseitigen Symbole es nicht verraten, dann sollten es die zahlreichen Schrecken. Du stehst auf unheiligem Boden. Ja, das... Ja, okay. Ach. Ah, also diese hellgrauen Gebiete sind unheiliger Boden. Neben seinen Schamanenpflichten arbeitet El Brujo als Löwenbändiger für einen verfluchten Zirkus. Dort übt er. Will ich da rein? Irgendwie schon, aber ich glaube, ich werde es eventuell bereuen, was ich hier mache. Der Lavar ist ein Löwenbändiger. Ich will jetzt nicht... Ich habe jetzt wenig Bock drauf, dass mir jetzt noch so ein...
riesen Löwenvieh, so ein Evil Dead Löwenvieh an den Kopf springt, falls es sowas hier gibt. Ich weiß nicht, ob ich das will. Hi. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Oh Gott. Da, oh mein Gott. Erschreck mich doch nicht so, du. Oh mein Gott, der Nächste. Oh, raus mit dir. Wo bist du? Der Boomstick. Was ist das? Ach, guck an. Die bessere Kettensäge. Ja, nice. Die nehmen wir mit. Wer schreit? Wo wird geschrien hier? Hör mal auf. Ich bin bewaffnet, okay? Mann. Huh. Ja, das hat mich gerade böse erwischt, dass mir die Gute da einfach so aus dem Nichts an den Kopf springt und der andere Dude mir dann noch in den Rücken haut. Also, hui. Ja. Wie schaut's aus? Wir haben zweimal Cola. Ich glaube, wir heilen uns noch nicht. Die Angst ist auch noch gut. Das lassen wir mal so stehen. Was ist mit dir los? Hallo? Da, das kriegst du davon, wenn du hier so rumschreist, Mensch. Also echt. Ich sag Hallo und du schreist mich an. Manieren, junge Dame, Manieren. Kennen Sie das? Oh Gott. Oh. Da ist Cola. Nehmen wir mit. Oh, ein Keller. Oh Gott. Oh, ist das... Oh. Oh no, wo sind wir hier gelandet? Was ist das? Oh Gott. Was ein Messi. Was wohnt denn hier für ein Messi? Ist ja unglaublich. Der hat nicht mal durchgewischt hier. Also, Mensch. Also, nee, schnell weg hier. Das kann ich mir nicht angucken, du. Oh Gott. Oh, hey. Junge. Da hechelt er mir von der Seite ins Ohr, du. Das geht aber gar nicht. Mensch. 50 Meter. In 50 Metern sind wir da, wo wir hinwollen. Jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich trinke eine Cola. Ich trinke noch eine Cola. So. Die Flinte ist durchgeladen. Die Kettensäge, wir machen das Licht mal aus. Die Kettensäge ist neu. Die ist fresh. Die ist unbenutzt. Peng. Peng. Da, du kriegst ein bisschen den Seblarino in die Magengrube. Raus mit dir. Munition ist immer gut. Flint ist wieder... Oh Gott! Ach du Heilige! Schrei nicht so. Wer war das? Hallo? Hallo? Menschenskinder, dieser doofe Baum, ey. Zuck, hör auf zu zucken, ich sag's dir. Lass mich durch hier. Mensch. Oh Gott, das wird mich für immer verändern. Ich werde jetzt wahrscheinlich in jedem Spiel immer nachdenken, ob ich am Baum vorbeilaufe oder nicht. Mann. Ich hab noch gar nicht geguckt. Kann man sich jetzt hier irgendwie ducken oder nicht? Glaube nicht, oder? Ha, naja. Ist ja auch kein Schleichspiel. Das ist ja hier Evil Dead. Oh Gott. Jo, du, der will wohl nicht so. Au. Ja, ausweichen wäre vielleicht keine schlechte Idee, ne? So, jetzt aber. Rasiert. Mit der Kettensäge rasiert. Ich sehe... Oh Gott. Diese dicken Dudes. Ich sag's euch. Oh Gott, weich aus. Oh Gott. Ja, das mit dem Ausweichen müssen wir noch ein bisschen trainieren, würde ich behaupten. Cola im Kopf, aber schnell. Yeses. Yeses Gott. Das verwirrt mich aber auch ein bisschen, dass... Der Bildschirm ist roter wie alles andere. Also... Übel. Oh. Ach, das war's. War's das? Die Kette zu finden erinnert dich nur an deine süße Linda. Und die schrecklichen Worte zu denen, die Dämonen sie gezwungen haben. Du kannst sie nicht begraben und alleine lassen. Finde eine Schaufel, es ist der einzige Weg. Ach ja, okay. Ach, das geht noch weiter. Ja gut, dann wechseln wir die Flinte noch durch. Was war... Ah, okay. Huh, dachte gerade, was ist das für ein Geräusch? Hier ist noch eine Kiste. Die machen wir auf. Was finden wir da vorne? Läuft noch jemand? Langwaffenmunition. Sehr schön. Das haben wir. Jetzt aber raus hier, würde ich sagen. Du gehst mir aus dem Weg, bitte.
Du ebenfalls. Wer hat da wieder geschrien? Ist das der Tote? Ist jemand hinter mir? Ist jemand über mir? Hallo? Hallo? Hören Sie auf jetzt. Überraschung. Du blöder Baum. Mein Gott. Diese Bäume, die machen mich fertig. Sagt er. Oh Gott, der hat mich schon gesehen, aber der jockelt da ein bisschen am Stein rum. Komm her, du Juckel, komm. Komm jetzt, mein Freund. Mein Freund Schnürschuh. Ja, komm her, komm. Komm. Hier, kriechste. Hab ich noch mehr auf Lager? Da. So. Tschüss. Junge, 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 Junge. Wo bin ich denn hier gelandet? Will ich hier wirklich oben drauf rumrennen? Eigentlich nicht. Ich dachte, ich könnte es hier einen gemütlichen Spaziergang zum nächsten Checkpoint machen von der Mission, aber so wie es ausschaut. Doch, jetzt, da kommen wir. Ja, schön. Ja, dann. Uff. Flinte raus und weiter geht's. Auf dem Weg machen wir am besten mal irgendwo ein Feuerchen, weil die Angst steigt. Ja. Ja, 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 ja. Hört ihr das? Ich könnte schwören, das haben die doch safe in den Audiospuren drin. Ich könnte schwören, dass man ab und zu so Stöcke knicken und irgendwo so ein, zwei kurze Steps hört. Schritte von jemandem, so zack, zack. Ich denke die ganze Zeit, da springt mir gleich wieder irgendjemand an die Birne oder so. Also ganz ehrlich. Das haben die doch extra gemacht. So, Feuer. Bisschen Licht, schadet nicht. Hau mal raus, weil die Taschenlampe braucht, so wie es aussieht. Ja, ja. Die Taschenlampe, so wie es aussieht, verbraucht Energie. Irgendwann ist die mal leer. Und ich glaube, die bringt mir da angsttechnisch auch nicht so viel. Verfluchter Boden hatten wir auch schon. Die Schaufel. Ich warne euch. Geh zu Lindas Grab und grabe ihren Kopf aus. Ja, schön. Ja. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Oh Gott, was war das? Hallo? Was ist das? Ah. Oh Gott. Oh Gott, ich fange schon an, alles Mögliche zu sehen gerade. Yeses. Da geht's schon gut los hier. Oder gut weiter, vielmehr. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott, du Hund. Hör doch auf. Jetzt sehe ich hier im Tümpel oder was? Danke. Menschenskinder, komme ich da hoch? Ja. Das sind dann wohl diese Fallenportale, die man als Untote, also als Dämonendingsbums da rufen kann. Das sind wohl so Dauer-Jumpscares, die bleiben. Und wenn die jemand nähert, springt so ein Dämon raus und springt ihm an den Kopf. Hab ich ja im vorherigen Video, in dem Tutorial-Video schon erklärt. Das ist wohl so, dass man als... Also ich bin davon ausgegangen, aber jetzt bestätigt sich das wahrscheinlich. Oder hat sich bestätigt. Man baut wohl als Dämon Jumpscares ins Spiel ein. Aktiv für die anderen Spieler. Das finde ich eine sehr geile Idee. Aber nur, wenn ich nicht... den Mensch spielen muss. Wenn ich die Menschen spiele, finde ich, oh Gott, diese Idee ganz doof. Geh mal weg jetzt. Raus mit dir. Raus, habe ich gesagt. Au. Sag mal. Hör mal. Oh Gott. Oh je. Yeah. Oh, das. Oh, das. Delicious. Ah, nee, gar nicht. Da sagt er noch delicious. Oh, delicious. Ja. Zum Glück meint er damit die Cola und nicht die gute Frau am Boden. Yeses. Die Angst tickt wieder hoch. Ach, die Bäume. Also, diese Bäume. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt mit dieser Angst... Diese Musik. Mensch. Ich mache das Lagerfeuer an. Ich will immer mit Leertaste springen. Dooferweise. Aber mit E springt man ja. Das wird sich auch irgendwann noch ergeben wahrscheinlich. Oh. Bleibt. Ja gut, die Angst ist weg. Bei mir nicht. So. Jetzt
Holen wir mal Linders. Oh Gott, da! Ach du! Ah, diese Bäume. Mensch. So, die Angst ist weg. Zweiter Versuch, Linders Kopf zu holen. Dämonisches Baumhaus. Ja, schön. Freut mich. Wird es hier eigentlich die ganze Zeit dunkler und nebliger und regnerischer, während ich hier spiele? Oder was ist los? Gott, oh Gott. Die Bäume. Da, oder? Ist das so einer von denen? Gehen wir mal hier lang. Oh man. Linda. Bring Lindas Kopf zum Arbeitsschuppen und beende es ein für alle Mal. Aha, ja. Ach, hab ich den jetzt... Oh Gott, was ist los? Raus. Hab ich jetzt... Oh, gerade noch so getroffen. Ach, der... Der Kopf hängt jetzt an meinem Gürtel, oder wie? Ja, nice. Ja, schön. Nehmen wir mit. Wo seid ihr? Komm her. Komm her. Zeig dich. Der Dicke. Oh Gott. Ausweichen. Au. Schön. Dieses Mal hat es einigermaßen geklappt. Das freut mich. Huh. Du hast Lindas Kopf, aber diesen Job zu beenden wird nicht leicht. Ash, honey, I'm better now. Why won't you leave me? You left me here, Ash. Chill mal bitte. Nimm besser so viel Ausrüstung und Schutz aus Pain Manor, wie du kannst, bevor du zum Arbeitsschuppen gehst. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich überhaupt irgendwo hingehen will gerade, außer mich im Bett verkriechen. Huh. Ja. Beruhig dich mal, Köpfle, beruhig dich, okay? Mensch, komme ich da überhaupt rein, wenn ich jetzt hier bloß nicht irgendwo... Oh Gott, ich habe gerade noch davon gesprochen. Mann. Mama. Hilfe. Cola. Yes, ich habe keine Cola mehr. Und die Angst ist gleich ganz weit oben. Komm her, Dicker. Dich rasiere ich. Mit der Kette sehe ich. Ausweichen. Müssen wir ein bisschen taktischer spielen. Wir haben nichts mehr zu heilen und so. Oh Gott. Ich sehe nichts mehr hier. Geht denn ab? Autsch, das war ein Treffer. Das war auch ein Treffer. Meinerseits. Ausweichen. Schlitz. Wie siehst du denn aus? Und hier ist ja gleich nichts mehr dran, mein Freund. Aua. Oh Gott. Jetzt aber, komm raus mit dir. Ich will dich nicht mehr hier haben. Geh weg. Jetzt aber, Mensch. Also echt. Yes, ist Gott. Hört mal auf jetzt, ihr. Bitte. Puh. Hier gibt es viele hilfreiche Gegenstände. Rüste dich aus und brich zum Arbeitsschuppen auf, wenn du bereit bist. Dieser Kopf, also echt. Jo, das denke ich mir auch. Mensch. Ich glaube, die Gute war davor schon verrückt. Ich glaube nicht erst seit jetzt. Oder ich bin verrückt. Ich habe einen sprechenden Kopf an meinem Gürtel. Hallo, verfehlt. Sehr schön. Oh, nochmal verfehlt. Das wird ja immer besser. So, weg mit dir. Ja, genau so macht man das. Oh, ohoho. Was ist das denn für eine Hightech-Flinte? Mensch, jetzt, ich brauche Cola. Ich brauche was zu trinken. Gibt es hier noch was zu trinken? Ne, hier war ich schon. Mensch. Ich glaube, hier oben ist nichts mehr. Wir gehen mal runter. Irgendwo muss ich doch noch was zu trinken aufgar. Oh oh.
Oh oh. Oh no, oh no. Hallo, Cola, hallo. Hilfreiche Gegenstände, zwei legendäre Waffen und nichts zu trinken, das ist toll. Lindes Blood stains your hands forever. Ja, 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 ja. Whatever floats your boat. Der hat böse kassiert. Oh ja, die Flinte, die haut rein. Ja, die ist böse. Schön. Mensch. Ärgerlich. Ich brauche was zu trinken. Ich brauche Cola. Oder wir müssen jetzt extrem taktisch und vorsichtig spielen, was ich natürlich überhaupt nicht kann. Naja, wird sich gleich zeigen, was dabei rauskommt. Dieser Baum ist mir ein bisschen sus. Bleib bloß weg von mir. Oh Mann, oh Mann. Ach, dieses Spiel. Oh. Die Angst steigt ein bisschen, aber es geht noch. Ja, ist ja gut jetzt. Ich weiß, dass ihr mich holen wollt. Aber du kommst mit mir jetzt zum Schuppen. Und da machen wir dann ganz spezielle Sachen. Also, ihr habt die Filme gesehen. Ich weiß, was wir jetzt da machen. Wer es nicht weiß, das wird eine schöne Überraschung werden. Also, wenn wir nicht vorher noch irgendwie das Zeitliche segnen. Gehen wir nochmal... Jetzt, ich will wieder mit Space springen. Warum denn? Gehen wir nochmal in die Hütte. Hör jetzt mal auf, bitte. Was war hier? Konnte ich hier springen? Ach, springen, okay. Ist hier noch irgendwo vielleicht eine Cola versteckert? Irgendwo? Habe ich hier irgendwo eine Cola übersehen? Hallo? Nicht in dem Fall. Ja, schön. Puh, dann, dann müssen wir das wohl so regeln, eventuell. Vielleicht passiert es aber auch gar nichts mehr, wer weiß. Besiege die Untoten, 0 von 2. Was kommt jetzt? Oh Gott! Oh mein Gott! Was? Stopp! Ach Mensch! Komm, lad mal nach! Lad nach, mein Freund. Du bist raus. Autsch, ich auch gleich wahrscheinlich. Wir aktivieren das Amulett. Ich weiß zwar nicht, ob es was... Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Komm, lad nach. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, oh Gott! War das knapp! Oh mein Gott! Yes, yes! Ja, könnt ihr so ahnen im Hintergrund, sieht man's. Ne? Was macht er mit der Kettensäge und dem Kopf da? Ne? Mhm, genau das. Jo, das war Kapitel 1. Wenn du jemanden liebst, befrei ihn mit einer Kettensäge. Wir haben Ash Williams von Ash vs. Evil Dead freigeschalten. Ein extra No-Buy Aufnahme 1 oder No-Be. Ich glaube No-Be, das ist der Professor. Und die Mission, wir wollen trinken. Zurück zum Menü. Jesus Maria, dieses Spiel. Das macht mich schon ein bisschen fertig gerade. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Mission, Party Down, würde ich sagen, die machen wir als nächstes. Also wir wollen trinken. Jo, bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Habt noch eine geile Zeit. Haut rein.
Lasst vielleicht ein Like da, kommentiert was Schönes, ein Abo würde ich mich auch darüber freuen natürlich, über ein Abo freue ich mich immer, über Likes und Kommentare natürlich auch, keine Frage. Drückt auf die Glocke, um zu erfahren, wenn das nächste Video kommt. Bis dahin, ciao, ciao.